Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und heute wollte ich euch wieder eine Drehsol-Kombination verraten, und zwar wieder in Dishonored. Und zwar befinden wir uns gerade in der Kanalisation, unter Dunwall, und in dieser Seitengasse gibt es, wie ihr hier schon sehen könnt, einen Tresor. Und ja, wie bekommen wir jetzt die Kombination heraus? Wir finden hier neben dem Buch eine Notiz. Warte, die kann ich mal schnell aufrufen. Wo ist sie? Genau. Jellys nächste Aufgabe. Und hier kann man lesen, dass es drei Monate gibt. Der Monat des Windes, der Monat der Saat und der Monat des Eises. Und daneben findet man praktisch ein altes Buch, in dem diese 13 Monate aufgelistet sind. Und ja, man muss jetzt eigentlich nur abzählen, weil der erste Monat war ja der Monat des Windes. Das ist hier der fünfte. Jetzt geben wir 5 ein. So. Dann war, glaube ich, Monat. Muss ich jetzt selber nochmal nachschauen, muss ich jetzt gar nicht mehr. Das war. Genau. Monat der Saat und dann Monat des Eisens. Also, Monat der Saat, das ist der zweite Monat. Also, geben wir hier die 2 ein. Und zu guter Letzt der Monat des Eisens. Und das ist von hier aus gesehen der 8. So, dann öffnet sich der Tresor und darin finden wir einen Goldbarren, der 100 Münzen wert ist, und ein Knochenartefakt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder mit diesem Video ein bisschen helfen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.